čeština není až tak dobrá, takže já musím jít si mít nic, takže musím si jít nic klidkat a nelej. Teď se musím otočit, abych měla nějaký otázky právě na řadě. Ich werde versuchen, einen kurzen Überblick zu geben über Fritz Reichl und sein Leben und sein Werk. Ich muss jetzt einen kurzen Überblick über Fritz Reichl und sein Leben und sein Werk. Ich habe ein Bild gefunden im Internet, auf dem er selbst zu sehen ist, und zwar dieses. Am Schluss haben wir im Internet einen Obrazek, auf dem wir und zwar ist er links, er hat allerdings irgendwie einen komischen Fleck im Gesicht, das ist glaube ich ein altes Foto. In der Mitte seine Frau Ella und rechts sein Schwiegervater Ignaz Gartenberg. Und ich nehme an, dass das Bild in der Türkei gemacht wurde, aber da komme ich später dazu. Ja, gehen wir mal zum nächsten. Ja, Fritz Reichl ist geboren 1890 in Baden bei Wien. Fritz Reichl ist 1890 in Baden bei Wien. Das ist, also es sind viele Architekten in Baden geboren, einfach weil die Eltern dort im Sommer auf Sommerfrisch auf Urlaub waren. Asi se tam narodil, protože jeho rodiče tam byli v létě na rybaření. Er hat dann studiert an der, wir haben es schon gehört, an der Technischen Hochschule in Wien. Potom studoval na Technické vysoké škole ve Wien. Damals hat natürlich Otto Wagner auch gelehrt in Wien, der berühmteste österreichische Architekt wahrscheinlich. Tehdy vyučoval ve Wien Otto Wagner, známý vídeňský architekt. Aber jüdische Studenten sind nicht zu Otto Wagner gegangen. Ale židovští studenti nechodili k Otto Wagnerovi. So auch Reichl nicht. Takže ani Reichl ne. Die jüdischen Studenten sind an die Technische Hochschule gegangen, wo der Direktor selbst jüdischer Abstammung war. Das war Karl König. Und Fritz Reichl hat auch bei Karl König studiert. Karl König. An der Technischen Hochschule. Er hat aber auch Kurse belegt an der Kunstgewerbeschule. Bei Bertolt Löffler. Also er hat als Schüler schon sich dort ja, seine ersten Kenntnisse geholt. Hat dann auch sehr schnell das Studium abgeschlossen und dann bei verschiedenen Architekturbüros gearbeitet. Und 1925 sein eigenes Büro eröffnet, sein Architekturbüro in Wien. Und einen Entwurf aus dieser Zeit sehen Sie hier, das ist seine eigene Wohnung. Er hat eigentlich bis zu seiner Emigration immer die gleiche Wohnung gehabt, im dritten Bezirk, in einem im Botschaftsviertel eigentlich. Und in diesem Bild sehen Sie, wie er damals beeinflusst war vom Art Deco, von auch der Wiener Werkstätte in dieser Zeit. Also sehr exaltierte Formen. Das nächste bitte. Das ist eine andere Wohnung, aber auch so ähnlich. Und das nächste bitte. Und das ist eine Wohnung ungefähr aus der gleichen Zeit von Josef Hoffmann. Also man sieht, der Einfluss ist sehr stark gewesen in der Zeit. Es ist möglich, dass dieser Einfluss auch mit seiner eigenen Familie zu tun hatte. Wir haben vorhin schon seine Frau Ella gesehen. Das nächste bitte. Ella Gartenberg war aus einer ganz reichen Ölmagnatendynastie aus Tohobitsch. Ella Gartenberg byla pocházela z velké rodiny, z velmi bohaté rodiny. Drohobitsch in Drohobitsch. Galicien.
Und wenn Sie hier rechts sehen, ist Volko Gartenberg, das war eigentlich Ihr Onkel. Ein Street Volko Gartenberg. Der aber nur ein paar Jahre älter war. Který byl ale jenom vlastně o pár let starší. Und Volko Gartenberg war also auch sehr reich, die ganze Familie war sehr reich. I on byl velmi bohatý, celá ta rodina byla velmi bohatá. Er war Kunstsammler, er hat zum Beispiel viele bedeutende Werke von Egon Schiele besessen. Byl to sběratel umění, měl ve své sbírce třeba mnoho významných děl od Egona Schieleho. Und er hat mit seiner Frau, die hier zu sehen ist, in Wien gelebt. A se svojí ženou, kterou vidíte tady, žil ve Vídni. Und zwar in einer Wohnung, die auch von der Wiener Werkstätte eingerichtet war. A sice v bytě, který byl zařízen také vídeňskými dílnami. Also in einem ähnlichen Stil wie die Wohnungen, die wir gerade gesehen Takže haben. V podobném stylu jako ty byty, které jsme právě viděli. Volko Gartenberg war aber auch selbst Designer. Volko Gartenberg byl sám také designer. Genau. Er hat auch in der Werkkunstsiedlung in Wien ein Haus eingerichtet. Die Häuser sind von anderen Architekten eingerichtet worden, als diese gebaut haben. In der Werkkunstsiedlung in Wien. Na sídlišti v Vídni také hat er eingerichtet. Ja, eingerichtet. Also zařizoval knížky těch ein Haus von Josef Hoffmann. A to v domě, který postavil Josef Hoffmann. Und von ihm war die Einrichtung. Und, to zařízení bylo tady od Volko Gartenberg. Und das ist natürlich schon 1932, da sind die Formen schon sehr viel klarer und nicht da. Tady to už je samozřejmě z roku 32, kdy jsou ty formy, ty tvary mnohem jasnější, mnohem čistější. So, dann das nächste bitte. Jetzt wieder zurück zu Fritz Weichel. Er hat am Anfang, also in den 20er Jahren, noch sehr eigentlich traditionell entworfen. Ty zpátky k Fritzi Reichlovi, ten ve 20. letech tvořil ve velmi tradičním stylu ještě. Zum Beispiel diese Gebäude, die sind auch gebaut worden in Eisenstadt, im Burgenland. Tyhle ty budovy například, které byly postaveny ve Eisenstadtu. Also Eisenstadt war, war die Hauptstadt des Burgenlandes, weil die alte Hauptstadt dann auf einmal in Ungarn war. Eisenstadt se vlastně stal hlavním městem Burgenland, spolkové země Burgenland, protože to původní hlavní město této spolkové země připadlo k Rakousku, k Maďarsku. Ja, schon. Und Reichel hat auch mit Alexius Wolf den ganzen Bebauungsplan entworfen für Eisenstadt. S Alexiem Wolfem společně Reichel navrhl celý ten plán té stavby. Das nächste. Ja, auch aus dieser Zeit ein Entwurf, der auch sehr, sehr traditionell noch ist von ihm. Z této doby je také ještě jeden návrh, který je velmi, velmi tradiční. Er hat den ersten Preis gewonnen, es war aber nur ein Ideenwettbewerb, es war keine Ausführung geplant. Získal s tímto návrhem první cenu, ale jednalo se pouze o soutěž návrhů, nápadů, nebyla to soutěž určená výběru stavby. Ja. 1927 ist der Justizpalast ausgebrannt in Wien und es gab einen Wettbewerb von der Stadt, einen Ideenwettbewerb, was man damit machen könnte. V roce 27 vyhořel ten justiční palác ve Vídni a město tedy vypsalo takovou soutěž na jednotlivé nápady, co by se mohlo, jak by se to mohlo tedy zpracovat. Ja, auch aus der gleichen Zeit ungefähr, da wird es schon etwas nüchterner, ein Entwurf, nicht realisierter Entwurf für den Umbau einer Synagoge in Wien. Přibližně ze stejné doby, tady vidíte, že už je to trošičku střízlivější. Také to nebylo realizováno, jednalo se o přestavbu synagogy. Und Reichel war zwar aus einer jüdischen Familie, aber vermutlich nicht wirklich gläubig oder fromm. Takže Reichel sice pocházel z židovské rodiny, ale nebyl úplně věřící, nebyl tak zbožný pravděpodobně. Er hat allerdings einige jüdische Grabsteine entworfen auch. Ale každopádně navrhl několik židovských náhrobních kamenů. Und um diese Zeit wandelt sich seine Architektur, er wird moderner. V této době se proměňuje, jeho architektura stává se modernější. Es ist ganz interessant, warum das genau in diesen Jahren passiert, möglicherweise unter dem Einfluss der Werkkunstsiedlung in Stuttgart 1927. Zajímavé je, proč se tak děje právě v této době. Eine Werkkunstsiedlung. Also die Weißenhofsiedlung. Pravděpodobně gebaut in 1927. Nein, aber er hat es gekannt, also das ist sehr viel publiziert.
Okay. Pravděpodobně vliv na to mělo, měla výstavba ve Stuttgartu jedno sídliště, kterého ovlivnilo, bylo to velmi známé, tato stavba a pravděpodobně ovlivnila proto dochází k té proměně. Also diese Siedlung ist, ist sehr viel publiziert worden, die hat jeder gekannt. Ludwig Mies von der Rohe hatte die Leitung und in Wien hat das auch jeder gekannt. Takže toto sídliště bylo postaveno pod vedením Mies von der Rohe a bylo velmi často publikováno a i ve Vídni ho všichni znali. Ja, da sehen wir schon einen etwas nüchterneren Entwurf von ihm. Zase další trošičku střízlivější návrh od něj. Es ist ein Kinderferienheim in Rimini. Takže v Rimini dětský prázdninový dům. Ich weiß nicht, ob es noch steht und ich weiß auch nicht, wie es zu dem Auftrag gekommen ist. Nevím, jestli ještě stojí a ani nevím, jakým způsobem tato zakázka vznikla. Aber ganz interessant ist, wenn wir uns das anschauen, muss ich das sagen. Also wenn man sich diesen Terrassenanbau wegdenkt, ja, dann ist das hier total symmetrisch. Tady to je úplně symetrické. Fenster, es ist jetzt in der Schrägansicht. Je to sice trošku ze strany, ale je to symetrické. Aber das hat er, das zieht sich durch sein ganzes Werk, also diese symmetrischen Fassaden, wo oft dann die andere Seite aber asymmetrisch ist. Tyto symetrické fasády se táhnou celým jeho dílem, i když vlastně to vždycky aspoň trošku asymetrické. Auch bei diesem Haus zum Beispiel. I například tady u toho domu. Das nächste. Ja, das ist jetzt ein asymmetrisches Haus, das aber zeigt, wie, sich, wie er sich gewandelt hat, wie er dann wirklich total modern wird. Tohle je asymetrický dům a na tom je vidět, jak se proměnil, tento dům už je opravdu zcela moderní. Zum Beispiel diese Fenster, die um die Ecke gehen. Například ta okna, která zachází přes roh. Oder die, die Terrasse mit den Vorhängen, ein ganz modernes. Nebo ta terasa se závěsí, to je úplně moderní záležitost. Da hat man dann Gymnastik gemacht auf die Terrasse. Das Haus ist aber nicht gebaut worden. Ja, na, passt schon. Ja, und hier sehen wir auch seine eigene Wohnung ein paar Jahre später. Viel, viel nüchterner, die Wände sind weiß, keine gemusterten Tapeten mehr. Die Lampe, ganz schlichte Kugel. Lampa, úplně jednoduchá koule. Und die Sessel, die hat er ziemlich sicher selbst entworfen, die verwendet er nämlich sehr oft, die nur diese Gurte hinten haben. A tyhle křesla navrhl on sám, to používal velmi často tyto pásky propletené. Nächste. Er hat im gleichen Jahr, da ist auch wieder der gleiche Sessel, auch eine Wohnung eingerichtet im ersten Hochhaus von Wien. Das ist die Wohnung. V tom samém roce navrhl ještě jeden byt, vidíte tam to samé křeslo, v prvním výškovém domě ve Vídni. Ja, das ist das Hochhaus. To je ten výškový dům. Allerdings nicht für ihn entworfen. Nicht für ihn entworfen. Ten dům nebyl navrhnut Fritzem Reichlem, pouze to zařízení toho bytu. Nächste. Das ist auch eine Wohnung von ihm, auch aus der Zeit, mit dem ganz typisch dieser Sessel, Kanadier heißen die. Zase jedno, jeden byt navržený Fritzem Reichlem typickými česly, které se nazývají Kanadier. Und sehr, sehr lustig auch diese Ablageflächen rechts und links, wo wir Aschenbecher oder Teetassen aufstellen können. Und warum ich das auch zeige, ist wegen dem Kamin. Ja, diese Kamine sind da ganz ähnlich. Wobei das natürlich kein offener Kamin ist, sondern da ist ein Gasofen drin. Aber er tut so. To samozřejmě není otevřený krb, je to plynový krb. Das nächste. Die gleiche Wohnung, auch ein ähnlicher Kanadier mit gemustertem Stoff. Ten týž byt s podobným křeslem, které má vzorovaný potah. Und eine sehr schöne Lampe, er hat viele Lampen selbst entworfen. A krásná lampa, on navrhl spoustu různých lamp. Und diese Wohnung, also diese Art auch mit den gemusterten Stoffen, also was nicht dieser strengen Bauhausmoderne entspricht. Tento byt se spoustu těch vzorů, které neodpovídají té moderně tomu Bauhaus stylu. Das erinnert wiederum sehr stark an Josef Frank. To nás odkazuje, nám připomíná velmi silně Josefa Franka. Das ist die Wohnung für den Komponisten Ernst Krenek von Frank. To je byt od Josefa Franka pro Ernsta Krenka.
weiße Wände und Einzelmöbel, die spärlich verteilt sind. Zase bílé stěny a velmi úsporně rozmístěné jednotlivé kusy nábytku. Und da ist Reichel dann auch sehr davon beeinflusst. A tím byl Reichel také velmi silně ovlivněn. Smyslte? Ja, jetzt ein sein spektakulärstes Haus. Jeho nejspektakulárnější dům, das ich ein bisschen ausführlicher vorstellen möchte, který bych chtěla trošku podrobněji představit, weil es auch zeigt, für welche Art von Kunden er gearbeitet hat. Protože to také ukazuje, pro jaký typ klientů pracoval. Das beginnt schon mal mit diesem Haus, das nicht von ihm ist, sondern von Oskar Laske. Začíná to tímto domem, který tady není od něj, je od Oskara Laskeho. Und eben auch schon älter, 1907. Also a je starší, 1907. Das Haus wurde verkauft im Jahr 1930, das nächste. V roce 1930 byl tento dům prodán. Und zwar an ihn. A sice tomto muži. Er muss eine ziemlich schillernde Persönlichkeit gewesen sein. Určitě to byla velice zvláštní osobnost. Er war der Erbe eines Pariser Kaufhauses, Le Grand Magasin du Louvre. Byl dědicem pařížského obchodního domu. War adlig, also Graf. Byl to hrabě, byl tady... Boxer, Amateurboxer. Amateurski Boxer. Offizier, er hat eine Militärlaufbahn hinter sich. Jäger, Kunstsammler und ein großer Freund der modernen Architektur. So steht das in den Besprechungen des Hauses. Der Grund, dass er nach Paris gezogen ist, ist, er hat eine österreichische Adlige geheiratet. So, das nächste. Und sie haben das Haus komplett umbauen lassen von Reichel. Das ist der neue Eingang. Das nächste. Hier aus der Nähe. Ich habe dazu geschrieben, welche Arten von Marmor da verwendet wurden. Ich habe mir das angeschaut, das sind rosa, weiß und hellgrüne Marmorarten. Und Alpaka, das Geländer ist aus Alpaka, das ist eine Silberlegierung. Ja, dann kam man rein in dieses Zebrano-Holz, also ein Tropenholz für die Vorzimmer. Und was mich sehr gefreut hat, ist, die Möbel sind von Josef Frank. Tonnetmöbel. Weiter. Ja, dann das Speisezimmer, auch ganz typisch wienerische Möbel, die wahrscheinlich Reichel selbst entworfen hat. Toto je jídelna s typickým vídeňským nábytkem, který pravděpodobně navrhl Reichel. Und die Wandmalereien mit tropischen Wäldern von Hilde Schmidt-Jesser, mit der Reichel oft zusammengearbeitet. Hilde Schmidt-Jesser namalovala ty topická témata na ty stěny společně s Reichelem často spolupracovala. Sie war eigentlich eine der bedeutendsten Wandmalerinnen sozusagen. Byla jednou z nejvýznamnějších maličků na stěně. Das nächste? Ja, die Bibliothek, ja, scheiße. Knihovna, další. Das Herrenzimmer mit einem monströsen Barschrank. Panský pokoj s monstrózní barovou skříní. Aus Palisander, die ist auch im Haus Tugendhat verwendet wird. Tento materiál byl použit i ve Vile Tugendhat. So, so ist er geöffnet, der Barschrank. Tady je otevřená ta barová skříň. Nächste. Sie hatten, also die beiden hatten keine Kinder, aber jeder hatte sein eigenes Badezimmer. Oni neměli děti, ale každý měl svou vlastní koupelnu. Das ist sein Badezimmer mit dem Rasierstuhl. Jeho koupelna s rohlicím česlem. Ihr Schlafzimmer. Mit, also auch wieder mit Tapete. Ohrnitze. Genau. Ja, im Wohnzimmer sind ägyptische Plastiken, die er aus Paris mitgebracht hat, und Jagdtrophäen, also die Felle. Obývacím pokoji jsou egyptské plastiky, které přivezl sebou z Paříže, a lovecké trofeje. Und
chinesische Möbel, die auch aus seiner Sammlung waren. Chinesische Möbel, die Fenster. Und dann geht es vom Wohnzimmer raus in den Wintergarten. Und im Wintergarten da Marmorboden und also natürlich erinnert auch sehr stark an dieses hier, ja. Sogar die Proportionen der Fenstersprossen sind gleich. Und die Möbel, das sind jetzt wirklich Bauhausmöbel von Marcel Breuer. Von Marcel Breuer sind die Wer, also die sind in Wien sehr selten verwendet worden. Ich weiß nicht, ob die vielleicht auch aus Paris schon mitgekommen sind. Wenn die Wien wirklich dann mal používané, nevím, jestli náhodou je nepřivezli sebou. Das nächste. So sieht es dann von außen aus, auch wieder sehr ähnlich wie hier. Tak to vypadalo zvenku, zase velmi podobné jako tady. Das nächste. Was er auch gebaut hat, ist das Badehaus. Es gab einen Swimmingpool im Garten natürlich. Auch wieder mit Stahlrohrmöbeln. Das ist das nächste. Und dieser Pool, also hier ist das Wasser ausgelassen, aber der wurde nachts von unten beleuchtet. Das nächste. Ja, und nur eine Fußnote noch. Die Erios, die waren offensichtlich zwar sehr glücklich mit ihrem Haus. Aber trotzdem haben sie zwei Jahre später schon die Idee gehabt, das Haus wieder umzubauen. Und haben dazu wirklich zwei Bauhausstudenten beauftragt, zwei Wiener Bauhausstudenten. Franz Singer und Friedel Dicker. Das ist ein Entwurf für den Umbau der Vorhalle, der aber nicht ausgeführt wurde. Das nächste. Ja, das sind die beiden. Das sind die Das nächste. Was dann wirklich Friedel Dicker und Franz Singer gebaut haben, ist das Gästehaus im Garten. Rechts ist die Dame des Hauses zu sehen. Dieses Gästehaus wurde aufgebaut auf das Erdgeschoss von einem Altbau. Tento dům pro hosty byl postaven na starém přízemí staršího domu, který tam předtím stál. Und war so ziemlich das modernste Haus in ganz Wien. A byl to v podstatě nejmodernější dům v celé Vídni. Das nächste. Das ist immer die Baustelle. Es hatte einen zylindrischen gläsernen Fahrstuhl. Und tady vidíte stavbu. Byl tam válcovitý skleněný výtah. Ich habe jetzt keine Fotos von innen, aber das würde zu weit führen, aber ausziehbare und klappbare Möbel, ganz raffiniert alles. Ich nehme an, dass die Obrazke alle ganz gut vitahovacího, skladacího nábytku, všechno bylo velice rafinované. Es waren wirklich zwei kleine Apartments für Gäste. Byly to dva malé apartmány pro hosty. Im Erdgeschoss waren die Käfige der Haustiere, die hatten nämlich einen Leoparden, mehrere Hunde, Papageien. Přízemí byly klece pro zvířata, měli leoparda, měli papoušky. Nejste? Já zohat jich pěti toho zkusím, to jste kde jsem nefášku. Takhle to vypadalo hotové, tady je ten skleněný výtah. Nejste? Ein Detail der Dachterrasse. Detail z střešní terasy. Nejste? Co se to hinten aus? Takhle to vypadalo zezadu. Ja, das Ganze gibt es nicht mehr. Die beiden haben sich scheiden lassen 1938 und sind emigriert, beide. V roce 38 se nechali rozvést a oba emigrovali. Und die Gemeinde hat das ganze Gebäude alles abreißen lassen Anfang der 60er Jahre. A na začátku 60. let nechala obec tu budovu zcela strhnout. So, und jetzt kommen wir zu einem, ja, weiter bitte. Zu einem weiteren Umbau in České Budějovice. Teď se dostáváme k další přestavbě v Českých Budějovicích. Der kurz vor diesem Haus entstanden ist und ich glaube, dass der Kontakt vielleicht über diese Familie kam. Ta
ta přestavba vznikla krátce před výstavbou tohoto domu a myslím si, že kontakt na architekta vznikl právě díky tomuto domu. Die Heskys waren eine sehr reiche Familie, sie haben Mühlen besessen. Rodina Hesky byla velmi bohatá rodina, vlastnili mlín. Aus Wimberg waren sie. So hat ihr Haus, das in der Mitte war ihr Haus, bevor Reichel es umgebaut hat. Takhle vypadal její dům předtím, než ho Reichel přestavil. Nächste. So nachher. Takhle po té přestavbě. Also man sieht, das oberste Geschoss ist zugefügt, das war vorher nicht. Takže vidíme, že to nejvyšší patro je přidáno, to tam předtím nebylo. Der Erker ist auch dazugekommen. Arkýř. Das nächste. Und hier habe ich jetzt den Vergleich mit Adolf Loos. Tady mám srovnání s Adolfem Loosem. Auch mit diesem Erker und wie es hier so leicht zurückspringt. Ja, das war bei dem anderen auch. Tady s tím arkýřem a i s tím nahoře to tam lehce ustupuje dozadu, to tam vlastně na tom předchozím obrázku bylo taky. Also der Einfluss von Loos ist auf jeden Fall bei Reichel da gewesen. Takže u Reichla určitě existuje vliv Loosů. Das nächste. Ja, das ist die Gartenseite vor dem Umbau. Das nächste, ja, das ist Nelly Hesky, die Bauherrin. Nelly Hesky, paní domu. Das nächste, so hat es nach dem Umbau ausgesehen. Takhle to vypadalo po přestavbě. Wintergarten, wieder geliebte reichliche Wintergarten ist dazugekommen. Oben natürlich auch. Das ist ta oblíbená reichlovská zimní zahrada, na moře také. Und ganz schön zu sehen hier, dass es geblieben. Und das Ganze wirkt ein bisschen natürlich unruhig durch die verschiedenen Fenster. Aber in diesem symmetrischen Obergeschoss fasst er alles wieder zusammen. Das nächste. Und hier auch wieder im Vergleich vom gleichen Looshaus die Gartenseite. Also ganz ähnlich wieder dieser auf der rechten Seite der Vorsprung, hier das große Fenster. Und oben auch wieder das symmetrische Obergeschoss. Solche Sachen hat er natürlich gekannt. Und dann habe ich nochmal zum Vergleich ein Haus aus der gleichen Zeit von Josef Frank. A pak mám ještě jedno srovnání ze stejné doby s Josefem Frankem. Und da ist auch ganz schön zu sehen, wo der Unterschied ist. A tady hezky vidíme, v čem tkví rozdíl. Bei Frank ist alles ganz leicht, diese Terrasse und alles löst sich auf und ist transparent. U Franka je všechno takové lehké, transparentní, všechno se tak roznáší. Und bei Reichen bleibt es doch alles ein Haus und geschlossen. Das nächste. Ja, jetzt sind wir hier. Ich glaube, es ist jetzt ganz, ganz deutlich zu sehen, wie, was seine Leitmotive sind. Wie eben aber wie auch trotzdem der Baukörper immer ganz klar sichtbar bleibt. Ale jak nadále, přesto nadále zůstává viditelné to tělo, to hlavní tělo té stavby. Und was zum Beispiel auch Loos und Frank nicht machen, sind hier diese Steinsockel. Was sie nicht machen. Und dadurch hat das Haus immer so eine Erdung. Das nächste? Ja, das kennen Sie alle, das Bild. Das nächste? Auch die Terrassen mit Stein. Ja. Das sind auch bekannte Pläne. Und da ist, wieder, da ist ganz schön zu sehen, wie die Symmetrie auch in den Grundrissen eigentlich immer wieder da ist. Aber eben nur auf der einen Seite und dann hinten ist es asymmetrisch. Ale jenom vlastně na jednu stranu, vzadu je to asymetrické. Nächste. Das ist ein Entwurf ungefähr aus der gleichen Zeit für ein nicht gebautes Haus. Tohle je návrh zhruba ze stejné doby, návrh domu, který nebyl postaven. Auch wieder symmetrische Anlage, auch wieder der große Wintergarten, also es ist, man erkennt schon langsam, was reich ist. Symmetrický základ, velká zimní zahrada, můžeme
Kamposmat Reichbach. Das nächste? Das ist ein Haus, das es auch nicht mehr gibt. Das war in Wien, ist auch abgerissen worden. To je dům, který už také neexistuje, byl ve Vídni a roztržen. Wieder die typischen Motive hier, diese Klinker, ja, wie wir sie beim Kamin. Zase typické motivy, tady na ty cizličky vlastně, jako tady na tom trhu. Ganz, ganz symmetrische Straßenseite. Zcela symetrická strana do ulice. Nächste. Und asymmetrische Gartenseite. Asymmetrická zahradnická. Wieder mit dem großen, großen Fenster, mit der Terrasse. Velikánským oknem s terasou. Das war eine Familie eines Rechtsanwaltes. Rodina, židovská rodina státního zástupce. Das Haus wurde arisiert. Ten dům byl hat ein Dach bekommen und dostal střechu und ist eben abgerissen worden 1971. Nächste. Ja, das ist leider etwas unscharf. Ganz ähnlich wieder, also innen das Haus, ganz ähnlich wieder hier der Kamin. Sehr groß mit der Stütze, also ganz, ganz großer Wohnbereich. Velký obytný prostor, obývací prostor. Und auch wieder dieser Sessel, den wir schon kennen. Ta křesla, která už známe. Und sehr, diese sehr, sehr wienerische Art einzurichten, weiße Wände, gemusterte Vorhänge, Holzmöbel, keine Stahlmöbel. Takže velmi vídeňský styl zařízení, kde máme dřevěný nábytek, bílé stěny a vzorované závěsy. Nächste. Dann noch, ja, noch der Grundriss, also da sieht man auch wieder ein ganz symmetrisch. Das ist alles Wohnzimmer. Ja. Das nächste. Hier habe ich jetzt zum Vergleich wieder ein Haus von Loos. Haus Steiner, auch vorne, der vordere Teil symmetrisch. Also die Straßenseite. Přední část do ulice je symetrická. Allerdings bei Loos ist auch hier das Wohnzimmer symmetrisch, das ist bei Reichel doch asymmetrisch. Ovšem, u Loose je i každá ta obývací část symetrická, u Reichla asymetrická. Das nächste. Ja, dann kommt Clemens Holzmeister ins Spiel, und zwar 1938, Anschluss. Ja, v roce 1938 přichází Anschluss a do hry se dostává Clemens Holzmeister. Und Reichel war Jude, also ist er in die Schwierigkeiten gegangen. Es hat ihm dann aber geholfen, dass er ein sehr guter Netzwerker war. Ja, also er hat immer mit vielen zusammengearbeitet. Er war unter anderem Vizepräsident der Zentralvereinigung der Architekten Österreichs. Takže byl vicepräsidentem mimo jiné centrálního spolku pro rakouskou architekturu. Und Holzmeister war der Präsident. A Holzmeister byl prezidentem. Und Holzmeister ist eine ziemlich zwiespältige Figur. To taková dvojí osobnost se dvěma tvářemi. Er war eher konservativ, auch politisch. Also er war eigentlich der Repräsentant des Austrofaschismus. Aber er war auch immer wieder sehr tolerant. Er hat ab 1934 in der Türkei gearbeitet für Atatürk. Und 1934 pracoval v Turecku. Und hat dort, also vor allem nach 1938, immer wieder Architekten aus Österreich Arbeit gegeben, um sie zu schützen. Ještě před rokem 38 dával tam práci rakouským architektům, aby jim pomohli je chránit. Zum Beispiel auch Kommunisten. Kommunistische Architekten hat er auch beschäftigt. Jo, takže i kommunistickým architektům. Und auch jüdische, wie eben Fritz Reichel. Und er hat Fritz Reichel angeboten, sein Büro in Istanbul zu leiten. A nabídl Fritz Reichelovi, aby si zřídil kancelář, nebo aby vedl svou kancelář v Istanbulu. Was Reichel natürlich sofort angenommen hat. Das nächste. Das war vor allem die Arbeit am Parlament in Ankara. Wo Fritz Reichel die Bauleitung hatte. Der hat
Und so hat er die Nazi-Zeit überlebt. Am Anfang hast du nicht geschafft, die Nazis sind. Mit Frau und Kind natürlich. Das ist wie eine Oase. Ja, das nächste. Er ist dann aber doch 1946 in die USA gezogen, da war schon sein Sohn. Ale přesto v roce 1946 se přesídl do USA. Sein Sohn war dort Chemiker und ist schon 38 in die USA gegangen. Jeho syn byl chemikem a už v roce 38 odešel do USA. Und für Zweifel ist es wieder zugute gekommen, dass er viele Kontakte hatte. Er hat zuerst mit seiner Frau gewohnt bei einem Wiener Kollegen, Immanuel Neubrunn. Und ist dann später von New York nach Kalifornien gezogen. Wo Richard Neutra gewohnt hat, auch ein alter Wiener Freund von ihm. Wieder bydlel Richard Neutra a byl to také jeho starý přítel. Und Neutra hat wirklich eine große, große Karriere gemacht in Amerika. Neutra udělal v Americe velkou, velkou kariéru. Reichel hat in seinem Büro gearbeitet. A Reichel pracoval v jeho kanceláři. Aber nach einigen Jahren war es ihm dann doch zu wenig und er wollte selbst wieder entwerfen unter seinem eigenen Namen. Ale po roce už mu to bylo přece málo, chtěl sám navrhovat a chtěl si udělat své jméno. Und hat dann ein eigenes Büro gegründet mit einem Kollegen, genau, Maxwell Starkman. Založil si svůj vlastní kancelář se svým kolegou, Maxwellem Starkmanem. Der ist hier mit Simon Wiesenthal, ich weiß nicht, die haben anscheinend irgendein Projekt geplant. Který tady je se Simon Wiesenthalem, tady plánuje nějak. Und Reichel hat bis zu seinem Tod mit Maxwell Starkman zusammen in dem Büro gearbeitet. Mitte der 50er Jahre hat er für seinen Sohn noch ein Haus entworfen und auch gebaut. Er hat 1955 für seinen Sohn ein Haus gebaut. Für seinen Sohn? Ja. Für den Sohn von Reichel. Für einen Sohn? Ja. Takže v polovině 50. let Reichel postavil dům pro svého syna. Und er ist 1949 bei der Arbeit am Herzinfarkt gestorben. A v roce 59 zemřel při stavbě na srdeční infarkt. Práci. Ja, nur noch zwei seiner Projekte aus den USA, da ist es nicht so viel bekannt. Ještě dva projekty z USA, které nejsou vůbec známé. Aber hier ist ganz schön zu sehen, ein Entwurf für ein Haus, das nicht gebaut wurde. Wieder diese symmetrische, also ganz ähnlich eigentlich wie der Barschrank, ja, in Wien. Takže steht wieder in der Mitte der Wand. Tady je vidět, tento dům tady nebyl postaven, ale je tady vidět zase ta symetrie, tady vepředu je zase barová skříň. Und das nächste. Und ein Hausentwurf auch nicht gebaut für Los Angeles, auch wieder. Also ja, über die gleichen Motive, immer das Symmetrische, hier mit einer offenen Loggia und Pool im Vordergrund. Zase návrh domů pro Los Angeles, který nebyl postaven opět ten dům, zase ta symetrie, loggie, bazén. Ja, das ist schon das letzte Bild. Und der poslední obrázek. Also ich glaube, man sieht, das ist noch sehr viel offen und das ist noch sehr viel zu erforschen zu halten. Takže asi je vidět, že je toho ještě mnoho.